Als allererstes entschuldige ich mich schon mal für dieses Thumbnail. Es wird ein längeres Video. Auf jeden Fall waren wir bei Primark, Rituals, DM, Primark. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und dann starten. Zuallererst waren wir bei Rewe. Das war ungefähr an der deutschen Grenze, Tirol, dort irgendwo. Und da haben wir ein paar Trinkensachen, Essenssachen und sonstiges gefunden. Und in Innsbruck haben wir auch noch Sachen gefunden. Die fasse ich jetzt mal alle zusammen. Als erstes mal ein Eistee, den gibt es eigentlich nur in Italien. San Benedetto nennt sich der. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist dieser Eistee, ich weiß nicht, ob den vielleicht jemand schon kennt. Den gibt es in zuckerfrei und in normal. Es müsste der normale sein, ich weiß es nicht. Ich und mein Freund lieben den aus Italien. Der musste einfach mit. Dann gab es in Innsbruck auch noch Gasteiner. Ich liebe das Gasteiner-Wasser. Es war ein Gasteiner. Und zwar ist das Limette Holunder Gasteiner ohne Zuckerzusatz, ohne Aromen, mit direkt gepresstem Limettensaft. Das ist dieser hier. Bin ich schon mega gespannt, wie der schmeckt, weil wie gesagt, ich liebe das Wasser von Gasteiner. Dann kam sehr viel Pudding mit. Das sind ein Haufen Backerl mit Vanille und Schokoladenpudding. Genau, das macht man einfach in der Tasse mit kochendem Wasser und dann wird das zu einem Pudding und da bin ich schon mega gespannt drauf. Dann komme ich mal näher, dass man mich besser sieht vielleicht. Und zwar gab es drei verschiedene oder vier verschiedene Sorten sogar von diesem Baileys Creme Pudding. Das sind diese hier. Ich mag eigentlich den Alkohol so an sich nicht, den Baileys. Also mein Freund hat mal den Classic mitgenommen, der einfach nur ganz normal schmeckt. Und dann so einen Apple Pie Flavor. Und bin ich mega gespannt, wie die schmecken. Aber wie gesagt, eigentlich ist so ein Baileys nichts für mich. Also der schmeckt mir normalerweise nicht. Mal schauen. Dann kam Gönnergy mit. Und zwar sind das mit Monte, glaube ich, der Kooperation. Ja, genau, mit Monte. Da gab es Juneberry, mal der lilane. Dann Sweet Lemon, der grüne. Und als letztes noch ein orangener White Peach Geschmack. So, ich habe euch mal näher rangeholt, weil ich denke, man sieht hier nicht mal so viel. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter bei einem kleinen Einkauf nur. Und zwar bei Rituals gab es eine Limited Edition. Die musste einfach mit. Ich habe die gestern schon meiner Mutter gezeigt, deshalb weiß ich, wie gut die riecht. Und kostet 10,99 €. Also holt euch die. Rennt zu Rituals, holt euch die. Die riecht so gut. Also wirklich, ich liebe die. Und auf jeden Fall habe ich mir den Gratis-Duschschaum wieder mitgenommen. Ich liebe diesen weißen. War einfach so ein Geschenk, weil ich wieder mal einen Monat nicht bei Rituals war. Habe ich mir den Ritual of Sakura mitgenommen. Und dann geht es um dieses Schätzchen, das nicht anfokussiert wahrscheinlich. Ich liebe diesen Duschschaum. Ich habe den unabsichtlich an die Wand von meiner Mutter zu Hause gesprüht. Konnte ich erstmal aufwischen. Also Vorsicht, es hat einen sehr hohen Druck. Ja, es riecht Bombe. Also ich rieche da so ein bisschen Vanillegeschmack, aber es riecht sehr blumig und frisch und ich liebe diesen Geruch. Ritual of Yosakura, Yosakura, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Black Rice and Yoshino Cherry. Finde ich auf jeden Fall mega, mega gut. Also der riecht richtig Bombe. Holt euch den auf jeden Fall, wenn ihr Rituals liebt. Eigentlich würde ich jetzt gerne mit Primark weitermachen, da ich die Sachen dann zum Waschen geben kann für morgen, damit die am Sonntag noch trocknen können. Ich denke allerdings, dass wir weitermachen werden mit diesem schönen Säckchen. Ist aus Innsbruck, der Inhalt nicht. Der Inhalt ist aus Deutschland, Innsbruck und Deutschland. Ja, es ist DM, DM und Rossmann da drinnen, genau. Also ich ziehe da mal so raus und wir gucken mal. Als allererstes mal was. Ich habe schon so viele. Ich weiß nicht, warum ich es mir mitgenommen habe, aber ich wollte unbedingt auch noch so ein langes Ding. Das ist eben für diese Sockenlocken, damit du dir die Locken machen kannst. Ich glaube, mittlerweile kennt dieses Zeug eh jeder. Es hat
4,95 € gekostet und deshalb musste das einfach mal mit. Dann bin ich ein Mega-Supporter von Felicious, also Videozeugs, und da habe ich diesen Duschschaum gefunden bei DM. Das war der allerletzte, das ist der Belou X Feli, ein Limited Edition, und ich habe das schon in einem TikTok vorher berichtet. Ich liebe diesen Duft, also der ist wirklich Bombe, dieser Duft. Das riecht zwar schon zuckerhaltig und süß und Blue, aber es riecht trotzdem nicht so schlecht. Also ich könnte mir das als Parfüm zum Beispiel auch vorstellen, wenn es das geben würde. Finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Und ja, ich habe das 2 Tage bevor ich das gefunden habe, habe ich bei ihr auf YouTube, glaube ich, gesehen, bei Feli, dass es so etwas gibt, dass so etwas rausgekommen ist. Ich hatte in letzter Zeit weniger Zeit, um in den Social Medias zu swipen, und da habe ich das durch Zufall gesehen, und das habe ich auch durch Zufall das allerletzte bei DM in München erwischt. Dann habe ich von Balea ein Duschgel mitgenommen, eine Limited Edition, Summer Vibes, duftet nach Pfirsich und Bougainvillea. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht, tut es mir leid. Aber das hat so einen guten Duft nach Blumen und Pfirsich und Sommer, und ich liebe diesen Duft. Deshalb musste der mal mit. Ich habe jetzt einige Limited Editions nicht mehr mitgenommen, weil sie mir einfach nicht mehr gerochen haben, beziehungsweise ich sowieso schon so viele habe. Aber ich finde, der riecht richtig gut. Und natürlich habe ich so etwas auch gefunden von Balea, ein Overnight Wellenspray. Das ist zum Beispiel eben für dieses, damit man Locken machen kann und die einfach am nächsten Tag Bombe aussehen, super halten. Und nachdem bei mir so Lockensocken, Lockenwickler, was weiß ich, was ich nicht alles schon probiert habe, nicht funktionieren, dachte ich mir, probiere ich das mal mit diesem Spray. Das soll ja angeblich dann trotzdem gut auskämmbar sein. Mal schauen, ob das wirklich so funktioniert. Angeblich sollen dadurch die Haare nicht verkleben. Sie sollen leicht durchkämmbar sein, die Frisur fixieren und. Wir werden es mal probieren. Ich werde mir heute dieses Tool da aufmachen und diesen Spray verwenden und mal schauen, wie morgen meine Haare aussehen. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch ein Video ein. Ich kann es aber leider nicht versprechen, weil ich nicht einmal sicher bin, ob ich dafür heute Zeit habe. Dann habe ich etwas bei DM entdeckt von Balea. Ein Rasierhobel. Eine Alternative zu den Plastikrasierern. Mein Freund hat sich den auch mitgenommen, weil ich gesagt habe, er soll sich das mal mitnehmen, auch wenn es weibliche Verpackung ist. Und er soll das auch mal testen, weil ich kenne mich, wenn ich mit sowas hantiere, dann kann man danach den Verbandkoffer holen und mich in die Notaufnahme bringen. Bei Rossmann gab es um 55 Cent diese Beauty Patches. 55 Cent. Bei uns kosten die 1 € oder mehr. Wir hatten einmal Paradise Punch, den habe ich schon mit meinem Freund verwendet, leider in Deutsch, in Tirol. Jetzt habe ich nur mehr dieses Koffein. Mal schauen, wie das ist. Ich muss sagen, dieses Paradise Punch war schon gut, also hat mir schon gefallen. Und mal schauen, wie das ist. Vom Estret habe ich mir was mitgenommen zum Rasieren, beziehungsweise es stand in der Rasierabteilung und es steht Pre-Shave drauf, also fürs Rasieren. Der Essential Exfoliant, und zwar ist das mit Avocadoöl, Lavastern und Hibiskusextrakt. Dann gab es bei Rossmann dieses Puder, und ich habe das auch zum Beispiel bei Nona gesehen. Das gibt es bei Douglas, und ich glaube, ich weiß die Preise nicht. Ich habe es mir noch nie angesehen, weil ich einfach sowieso zu geizig für das wäre. Das kostet, glaube ich, um die 60, 70 Euro, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Das ist eben so ein loses Puder mit Color Correcting in 4 Farben. Hier haben wir rosa, hier haben wir orange. Sieht man es ein bisschen. Eines ist grün und eines ist weiß. Das ist so ein bisschen grün, dieses eine, und das ist weiß. Und das gibt es ja von mehreren Marken. Ich glaube, Huda Beauty hat auch ein recht gutes. Genau, das wollte ich unbedingt mal probieren. Ich werde mir da wahrscheinlich noch einen Schwamm reintun. Und das probiere ich auf jeden Fall morgen bei meiner Make-up-Routine. Da wird es auch ein Video wahrscheinlich dazu geben.
Mal schauen, ob ich das schaffe. Dann habe ich eine Haarmaske gefunden. Die ist allerdings nicht von Rossmann, DM oder sonst etwas. Die ist von TK Maxx. Das ist eine Yumi 3-in-1 Wassermelonenmaske. Und zwar riecht die eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie riecht sehr, sehr säuerlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Wassermelonen-Jellies von Airhead oder... Ich weiß nicht, wie diese Marke heißt. Auf jeden Fall blende ich euch hier ein Foto ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es riecht genauso wie dieses Naschzeug. Ich habe mir das eigentlich besser vorgestellt. 4,99 €. Kann man nicht viel meckern. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist, ob die gut oder schlecht ist. Vielleicht kennt das irgendwer und kann mir sagen, wie das ist. Auf jeden Fall muss das auch mal wieder. Dann würde ich sagen, mache ich die letzten drei Sachen und fürs andere ein separates Video, weil das hat schon über 20 Minuten Drehzeit. Dann gab es als nächstes von Isana ein Sleek Look Spray. Bin ich auch schon mega gespannt, wie das ist, weil ich möchte mir gerne diese Sleek Looks machen. Allerdings sträuben sich meine Haare irgendwie. Und das ist mit Kokos- und Hibiskusduft und ich habe daran schon gerochen. Es riecht okay. Also ich finde es nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist halt alles irgendwie so parfümiert und alles und ich hätte gerne mal was, was unparfümiert ist. Parfümfrei ist. Und ich finde den Geruch jetzt wirklich nicht schlecht. Also es riecht schon nach Kokos und dem anderen. Unparfümiert wäre mal schön, wenn es irgendwas geben würde. Dann hat Isana auch so eine Plex Care Reihe, nenne ich es jetzt mal. Also Plex heißt die. Und da gab es Shampoo, Conditioner, Leave-In und dieses Pre-Wash-Zeug. Ja, ich habe mir jetzt nur dieses zum Pre-Washen mitgenommen, dieses kleine Ding. Das war auch schon mega, mega teuer, muss ich sagen. Boah, aber das riecht so gut. Also wer sich schon mal mit Olia die Haare gewaschen hat oder mit Garnier gefärbt hat, hoppala, der kennt das auf jeden Fall. Das riecht genauso wie dieser Conditioner, der da immer dabei ist. Garnier, glaube ich, riecht sogar noch näher daran als Olia. Ja, jetzt hätte ich voll gerne auch das Shampoo und den Conditioner. Ich habe mir nur das eine leider mitgenommen, aber nein, man kann nichts machen. Ist auf jeden Fall auch eine neue Reihe und ich glaube, das hat sogar fast 6 oder 7 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Die Preise habe ich überall im Haus verteilt, also genaue Preise kann ich jetzt nicht mal mehr nennen. Und dann habe ich mir bei Rituals mal so ein Probeset mitnehmen dürfen mit einem Bakuchiolöl. Und ich dachte mir, das von Isana, das wird schon gleich sein und so. Ja, wie ist das? Ananas, glaubst du? Das ist parfümfrei, finde ich auch mega gut. Es hat 0,5% Bakuchiol und 0,1% Retinol. Soll Fältchen mindern und die Haut, das Hautbild festigen und straffen. Ich habe das schon mal aufgemacht und ich, also nicht einmal annähernd kommt es an das Rituals Ding ran. Weder von der Aufmachung noch von der Konsistenz noch vom Geruch. Ich weiß es nicht. Also es tut mir leid, wenn ich dachte, das wäre das Bakuchiol gewesen. Aber anscheinend war es das nicht. Es ist jetzt nicht schlecht. Es biegt ein bisschen, finde ich. Also es müsste echt nicht sein, das Biegen. An sich, finde ich, schaut das sehr, sehr süß aus. Ist richtig süß gemacht und alles. Ist auch irgendwie so eine Love Edition, weil da steht Love und alles drauf. Aber es ist halt nicht das, was ich von Rituals gewohnt bin. Also es schon allein dieser Pumpstoß und das biegt und von Rituals war einfach die Konsistenz schon mal viel anders. Wenn ich es noch hätte, wäre ich überglücklich, weil das war wirklich gut. Also ich habe das sehr, sehr gerne verwendet und das hat doch irgendwie die Haut voll schön gepflegt. Es ist eingezogen sehr schnell und es war voll leicht auf der Haut. Ich finde, das ist auch ein bisschen schwer und es biegt halt wirklich. Also ist das nicht so das Wahre. Also nicht das, was ich unbedingt wollte. Und dann würde ich sagen, machen wir den Rest auch in den extrigen Teil. Und ich hoffe, euch hat dieser erste Teil gefallen. Der nächste Teil wird wahrscheinlich dann so eine halbe Woche später erst online kommen. Dazwischen kommen immer mal wieder Shorts, Reels, wie auch immer. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet.
Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt gerne auf die Glocke und abonniert den Kanal, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und ihr könnt mich auch auf Instagram verfolgen. Schaut gerne mal vorbei und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!